Mit über 100 Veranstaltungen in den Ferien kommt bei den Brucker Kindern und Jugendlichen garantiert keine Langeweile auf. Mit dem Brucker Ferienpass gibt es bereits zum 21. Mal viele Angebote, um die Ferienzeit abwechslungsreich zu gestalten. Die Stadtbücherei macht zum Beispiel, begibt sich auf die Spuren von Harry Potter. Des Weiteren wird eine Kinderzeitung mit der Woche gestaltet oder Bruck wird genau unter die Lupe genommen und dann haben wir auch Kochen, französisch Kochen, zwei Veranstaltungen, auf Kräuterreise gehen wir. Der Ferienpass wird von Brucker Vereinen zusammen mit Institutionen und Privatpersonen getragen. Vor allem der Sport genießt hier einen hohen Stellenwert. Es gibt die üblichen Sportarten Karate, Hapkido und auch Selbstverteidigung im Endeffekt, das ja auch zu den Brudersportarten gehört, aber auch genauso wie Beachsoccer oder Klettern ist auch dabei. Neben sportlichen Aktivitäten liegt der Fokus auch immer stärker auf Kunst und Kreativität. Mitte Juli wird in Bruck das erste Kinderkunsthaus Österreichs eröffnen. Wir werden zu Themen basteln, wir werden Künstler einladen, die etwas besonders den Kindern zeigen. Wir möchten auch, und das ist mir ganz wichtig, Kinder- und Jugendinitiativen einladen, unsere Räumlichkeiten zu nutzen. Sie sind da und es ist wunderbar. Die Ferienpassaktion startet am 8. Juli. Anmeldungen dafür sind ab dem 3. Juli 7:30 Uhr persönlich im Brucker Bürgerbüro möglich.